Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und jetzt drehe ich die Teil 2. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir machen heute ein Vergleichvideo. Wie funktionieren die Farben in Flip-Cup-Technik mit Silikonöl und ohne Silikonöl? Dieses Bild haben wir geputzt. Das Video findet ihr sozusagen, das ist als Teil 1, ja? Und die, dank der Metallfabrik haben sich die Zellen so schön aufgemacht. Jetzt für das nächste Bild, wie gesagt, beim ersten Bild, was ihr gesehen habt, haben wir diese Metallic-Gelbton genommen. Jetzt nehmen wir dieses Chromoxid-Grün. Wenn wir Metallic-Farben benutzen, verwende ich meistens gar kein Silikonöl, weil, und man sagt ja auch, in Silber und Gold macht man auch kein Silikonöl, weil die Farben, die sorgen dafür, dass da auch so kleine Zellen entstehen. Wir werden jetzt Silikonöl nur in grüne Farbe dazu geben und in Türkisfarbe. Ja, wir haben auch festgestellt, mit Türkis sollte man wirklich sparsam umgehen. Wie gesagt, weiß und schwarz sind Grünfarben, dann legt man da kein Silikonöl. Silber in Metallicfarben auch nicht. Na, bei Purin gibt es auch ein paar Regeln, ja. Und in Türkis müssen wir. Und bevor wir die Farben in Glas mischen, so flippen, so. Wir werden die Farben schichtenweise die Farben in den Glas gießen. Bevor wir das machen, müssen wir unsere Farben immer sozusagen auf Viskosität, auf die Flüssigkeit prüfen, weil das ist eine wichtige Sache. Wenn die Farben stehen, dann setzen die Pigmente sich ein bisschen ab und dann ab und zu ist Farbe nicht so flüssig, wie wir wollen. Aber jetzt ist das genau die richtige Konsistenz, die Farbe sollte fließen, nicht tropfen und alle Farben sollten ungefähr den gleichen Konsistenz haben, ja, fließen, nicht tropfen, dann nimmt man praktisch einen Spachtel und man sieht, die Farbe fließt richtig ab, das ist jetzt richtig eine perfekte Mischung mit, ich liebe zum Beispiel dieses Kryl Liquid Farben, weil da ist das Mischverhältnis einfach 1:1 und da hat man sofort perfekte Fließbarkeit, ja. Und bei dem Türkis haben wir heute Amsterdam genommen. Bei Amsterdam ist ein wenig, kann man sagen, kompliziert. Da muss man ein bisschen andere Mischverhältnisse nehmen. Das Ganze könnt ihr bei Beschreibung von meinem Video finden. Ich habe alles aufgeschrieben. Wenn ich experimentiere, schreibe ich alles auf. Und seht ihr, jetzt haben wir auch perfekte Konsistenz auch da. Also alle Farben gemischt. Ich benutze Silikonöl, das fast alle Materialien von Bössner oder von Gerstecker. Und Silikonöl, ich finde, der ist dann Silikon für Fluid richtig gut. Und eine Pipette brauchen wir. Und mit Silikon muss man vorsichtig umgehen. Ja? Das ist wirklich, deswegen Pipette, zum Beispiel für diese so kleine Menge von Farben, das ist so klein wie hier, das ist 0,2, dann ist das so 2 Tropfen ausreichend. So, das war's. Und bei der Grüne, das ist so ca. 100 Gramm, dann nehmen wir 4. Das reicht dir. Ja, dann mache ich 5. So, fertig. Und wenn Silikonöl schon drin ist in der Farbe, dann müssen wir die Farbe ganz, ganz langsam umrühren. So, dann wird es langsam gerührt. Man kann das natürlich schnell rühren, aber dann habt ihr ganz viele, viele kleine Zellen, die sich öffnen und öffnen und öffnen. Das ist nicht immer ganz gut. Deswegen langsam umrühren, dann entstehen auch größere Zellen. Das ist immer eine schöne Sache. So, dann für die Flip Cup muss Leinwand nicht vorbereitet werden, weil wir werden das einfach die Farbe auf trockenen Leinwand gießen. Und da braucht man aber, kann man sagen, ein bisschen mehr Farbe rumherum. Man könnte ein Glas mit Flipkopf machen, man kann zwei machen, aber wir machen jetzt das gleiche wie beim Bild vorher. Ich habe da mit Weiß angefangen, dann machen wir das auch. Erstmal weiße Farbe. So. Und dann haben wir unsere grüne Farbe.
Und wir haben festgestellt, je weniger Farbe, desto besser öffnen sie sich. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen anderes. Ich mache ein bisschen grün, dann andere Farbe, dann wieder ein bisschen grün. Mal schauen, was da passiert. Neben der Grün mache ich so ein bisschen schwarz, weil ich wollte, dass das Grün, so dunkelgrün auch dazwischen kommt. Wenn Grün mit Hellgrün sich mischt, dann sollte dunkelgrün entstehen. Und so gießt ihr die Farben praktisch vorsichtig in euren Becher. Und dann zum Schluss abschließend den restlichen Grün. So. Zack. So. Jetzt haben wir so in unseren Becher so die Farben, wenn man so sieht, das ist so schichtenweise, ja. Und das ist halt wichtig, dass die Farben, wenn ihr die richtige Mischung habt, dann bleiben die Schichten, ja. Wenn die Farbe zu flüssig ist, dann werdet ihr sehen, dass sich schon, das fängt die Farbe sich schon in Becher halt zu vermischen, ja. Dann heißt das, dann habt ihr falsche Rezepturen erwischt. So. Leinwand, Becher runterstellen, Leinwand so, das ist so wie gesagt, halten und dann zack, umdrehen und stehen lassen, bis die ganze Farbe wirklich, wirklich runterfließt. Solange dass die Farbe runterfließt, kann ich zum Beispiel meine restlichen Farben rumherum ein bisschen gießen. Ja. Die sorgen dann auch für die. Ja, dass das zu der Rändern alles ganz schön fließt. Hier mache ich ein bisschen mehr Grün, dass das komplette Grün rauskommt. So. Und so. Dann habe ich hier so ziemlich viel noch von Silber. Dann mache ich Silber da. So. Und dann rumherum einfach gieße ich dann weiß. Ja. Und wie ihr seht, die Farbe fließt schon aus dem Becher ein bisschen raus. Hier kann man das so ein bisschen das sehen. Jetzt drehe ich das Ganze so, weil das ist mir einfacher, dann hier das aufzumachen. Und ich hebe das halt hoch und ziehe ein bisschen runter, ja, so ein bisschen praktisch aufmachen und schnell runterziehen und dann fließen die Farben ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. So. So. Hier restliche Farben. Hier würde ich das jetzt so ein bisschen nach unten kippen, ganz wenig, zack, damit es hier die Verbindung zu der anderen kommt. So, und jetzt nehme ich mein Heißluftpistole und hier gieße ich noch ein bisschen silberne Farbe. So, das ist dann für die Ränder, dass alles gut dann fließt. Und ich gehe mit Heißluftpistole drauf, damit unsere Zellen sich hier im Bild ein bisschen mehr öffnen. Das macht man immer, wenn man Silikonöl hat. Und ich habe so eine Heißluftpistole, die Temperatur ändert und ich nehme das immer so, die Temperatur, wenn das schon warm auf 400 Grad ist und dann gehe ich jetzt einfach auf meinen Bild und ihr werdet sehen, wie die Zellen sich öffnen. Man sollte das, schaut mal, da kommen, dann machen sich die Zellen auf. Wie gesagt, mit der Pistole auch vorsichtig genießen, nicht, dass die Farbe anfängt zu brennen. Aber hier haben sich ein paar Zellen aufgemacht, das ist jetzt ausreichend. So, jetzt ein bisschen abwarten. Ja, ganz wenig abwarten. Und dann beginnen wir das Bild zu bewegen, auch so vorsichtig links und rechts nach unten. Und da gieße ich hier noch ein bisschen weiß gefüllt, so, damit der Untergrund hier bisschen vorbereitet ist. So,
Und dann langsam anfangen, die Farbe zu gießen. So, erstmal zu einer Ecke, dann zu der anderen, bis die Farbe wirklich zu dem Rand fließt. Ach, hier habe ich doch ein bisschen zu viel weiß, das wird jetzt viel nach unten gießen. War auch gut. So. So, dass ich einfach ein bisschen mehr weggisse, dass das wirklich grün zur Ecke kommt. Ja, so ist gut. Dann drehe ich das immer so, dass ich das diagonal weiter gisse. Und wichtig ist, dass wir das nicht zu schnell machen, dass die Farbe Zeit hat, sich zu öffnen. Und hier fließt sie ganz gut. Man kann das, wie gesagt, so ein bisschen mit Finger helfen. So die Ecken ab und zu mache ich auch mit Farbe. Da kommt die Farbe schneller zur Ecke. So. Und bei Pouring-Technik ist insgesamt so ein bisschen Geduld angesagt. Man sollte das Ganze nicht zu schnell machen. Ja? So ein bisschen langsam, bis die Farbe fließt. Und dann drehe ich das so um und dann gehe ich dann, weil ich wollte, dass das Meer grün sich öffnet, dann gehe ich da erstmal in diese Richtung. Ja, und er sieht, Silikonöl macht auch größere Zellen. Ja, das ist das halt Unterschied, dass wenn wir mit Silikonöl arbeiten, das ist denn, dann hat man richtig größere Zellen. Hier sieht das Silber fast violett aus. Das hat so, so ein schönes opalige Farbton. Wie ihr seht, je mehr ich das Bit bewege und die Farbe ziehen lasse, dann öffnen sie sich noch weiter, weil da oben öffnen sich die Zellen, von unten kommen die dunkleren Zellen. Und wie gesagt, jetzt würde ich sagen, das noch ein bisschen. So. Ja. Jetzt überall gleichmäßig geflossen und hier könnte man auch, muss man nicht, aber das ist auch, wie gesagt, ist es immer Geschmackssache. Ich würde hier noch mal mit dem Heißluft oben drauf gehen, dann öffnen sich von unten noch kleineren Zellen, ja, aber hier war das für mich wichtig, dass er sieht, der Unterschied. So, wir haben fast die gleichen Farben genommen, nur unterschiedliche Techniken, gleiche Techniken, so gleiche Farben. Wir haben nur einmal Metallic Grün und einmal Normal Grün mit Silikonöl benutzt. Und ihr seht, ich würde das, die beiden Bilder auch nebeneinander stellen, dann euch zeigen. Aber jetzt mache ich, gehe ich noch ganz kurz mit Heißluftpistole auf die Oberfläche. Und dann kann man sehen, wie die Zellen sich nochmal entfalten. Kann man machen, muss man nicht machen, das entscheidet jeder für sich, ja. Aber wir machen das heute, heute ist ein Experimenttag, einfach zu sehen, was passiert.
Und wie gesagt, solche großen Zellen werden nie mit dem einfach Metallic-Farbe entstehen. Dafür brauchen wir Silikonöl. Heißluftpistole so ein bisschen warm machen und ein bisschen dann ganz sozusagen heiß rüber gehen mit dem, und dann sieht man, da kommen noch ganz viele kleine hier beim Schwarz. Von unten sieht das einiges ist gekommen. Ja. So. Und dann halt abwarten, nachdem wir mit dem Heißluftpistole drauf gegangen sind, dann kann man natürlich Bild weiter bewegen, aber meistens lasse ich das abwarten und man sieht, dass die Zellen sich nochmal durch die Wärme noch weiter öffnen. So, das war heute Vergleich von zwei Farben. Hier sehe ich, dass meine Ecke noch nicht ganz weiß ist. Da brauche ich ein bisschen Farbe, die ich gerade. So, bei den anderen ist das super gut geflossen. Hier sehe ich auch, fehlt ein bisschen Farbe. Weil so könnt ihr auch die Ecken sozusagen nacharbeiten, wenn ihr seht, dass das irgendwo so noch ein bisschen Farbe fehlt. Kann man dann auch ein bisschen Farbe dazugeben. Im idealen Fall passt man auf, dass die Farbe darunter fällt. Das ist auch immer besser. Aber wenn das passiert, dass man auf eine oder andere Ecke nicht aufgepasst hat, da könnte man dann zugießen. Das ist auch nicht so dramatisch. Insoweit, ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Machen Sie weiter eure Experimente. Und beide Bilder würde ich auch zusammenstellen. Das muss ich hier nur so ein bisschen das zusammenschieben, dass ihr direkt einen Vergleich seht mit Silikonöl, ohne Silikonöl, mit Metallicfarben, ohne Metallicfarben. Ich wünsche euch alles Liebe, eure Dara.